Sandra steht seit ihrer Kindheit im Schatten ihres älteren Bruders. Auch im Familienbetrieb, einer Senffabrik. Obwohl sie als Lebensmittelchemikerin die qualifiziertere Kraft für den Führungsposten ist, duldet Thomas keine Einmischung in seine Geschäftsführung. Als es dem Betrieb zunehmend schlechter geht, will Sandra ihn mit modernen und konkurrenzfähigen Produkten vor dem Untergang bewahren. Mensch, ich hab da viel Arbeit reingesteckt. Das ist doch mal. Aber ihr Bruder will davon nichts wissen. Und nicht nur das. Er verhöhnt sie als versponnene Tagträumerin, die in der Realität nichts zu suchen hat. Doch dann wird Thomas tot in einem Senftrog aufgefunden. Seine Schwester wird wegen Mordes angeklagt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die enttäuschte Laborleiterin ihn in ihrer Wut mit einer Schaufel niedergeschlagen hat. Frau Biele, Sie sollen Ihren Bruder Thomas mit einer Schaufel niedergeschlagen haben, sodass er in einen Senftrog stürzte und dann erstickte. Wollen Sie sich zu dem Vorwurf äußern? Ich bin unschuldig. Ich war das nicht. Der Tod von meinem Bruder ist total schlimm für unsere Familie. Mein Vater kann das nicht mehr. Ich bin in U-Haft. Wer soll denn den Familienbetrieb weiterführen? Welche Rolle haben Sie bisher in dem Betrieb gespielt? Ich habe das Labor aufgebaut und die Reinheitskontrollen durchgeführt. Mein Bruder hat sich um das Geschäftliche gekümmert. Und am Nachmittag, vor seinem Tod, soll es zum Streit zwischen den beiden gekommen sein. Worum ging es da? Es ging um strategische Sachen. Ich konnte einfach nicht weiter mit zugucken, wie mein Bruder unseren Betrieb in den Abgrund führt. Ich hatte gute Ideen. Ich hätte es zum Beispiel gut gefunden, wenn wir uns mit Herr Dürbach zusammengetan hätten. Ja, Herr Dürbach ist ja der Geschäftsführer von Dürbacher Senf- und Essigdelikatessen. Genau, ja, eigentlich wissen wir, ja. Ist er unser Hauptkonkurrent, aber sein Betrieb ist genauso groß wie unser und nur 50 Kilometer entfernt. Und zusammen hätten wir eine richtige Chance gehabt gegen die großen Fische. Und was hat Ihr Bruder dazu gesagt? Ja, der hat den Vorschlag gar nicht ernst genommen. Der hat mich nicht ernst genommen. Der wollte einfach nur stur Papas Linie weiterfahren. Keine Spur von eigener Vision. Mhm. Aber Sie hatten Visionen. Man braucht keine eigenen Visionen, um zu sehen, dass das nicht so funktioniert, ja? Jede Firma wirbt heutzutage mit Comicfiguren. Beim Bier gibt es 1000 Geschmacksrichtungen. Warum sollte das nicht auch beim Senf funktionieren? Sie hatten Angst, dass mit dieser Einfältigkeit Ihr Bruder den Betrieb über kurz oder lang gegen die Wand fahren würde, ne? Und damit auch Ihr Erbe. Ich habe an ihn appelliert, dass er endlich aus seinem Schneckenhaus rauskommt. Es geht doch auch um seine Zukunft. Oder es ging um seine Zukunft. Hat Sie's gekränkt, dass Ihr Bruder Sie und Ihre Vorschläge nicht ernst genommen hat? Ja, natürlich war ich enttäuscht. Aber da war das letzte Wort noch nicht gesprochen. So locker haben Sie das aber nicht gesehen. Enttäuscht war ich so ein bisschen. Sie haben extra für den Betrieb studiert, Sie haben das Labor aufgebaut, Sie wollten was bewegen. Und dann ist ja diese Trägheit Ihres Bruders, das muss Sie doch verrückt gemacht haben. Ich wollte Anregungen schaffen. Ich wollte mit der Geschäftsführung nichts zu tun haben. Ich war im Labor, das ist mein Reich gewesen und damit war ich auch zufrieden. Bin ich zufrieden. Isoliert im Labor, nicht einmischen. Deswegen haben Sie den Konkurrenten, den Herrn Dürbach, eingeladen. Erzählen Sie mir doch nichts. Ich habe lediglich ihn eingeladen, um zu gucken, ob er sich eine Zusammenarbeit vorstellen kann. Mhm. Wann war das Treffen mit ihm? Das war ein paar Stunden, bevor mein Bruder verstarb. Wusste Ihr Bruder denn, dass der Herr Dürbach kommen würde? Nein, das wusste er nicht. Er war auch da gar nicht da. Er hat eine Tour, also Ware ausgeliefert. Aha, und wie ist das Treffen abgelaufen? Wir haben uns kurz zusammengesetzt, haben über unsere Vorstellung von einer Zusammenarbeit geredet. Mehr nicht, das war's. Mehr schon? Sie haben mir die Produktionsanlagen gezeigt, das Herzstück des Betriebs. Das zeigt doch, dass Sie Nägel mit Köpfen machen wollten. Wann hatten Sie denn vor, Ihrem Bruder davon zu erzählen? Ach, ich wollte einen günstigen Augenblick abwarten. Aber dann kam er früher von seiner Tour und hat uns da gesehen. Dümmer hätte es ja nicht laufen die können. Die beiden sind sich begegnet, ja? Ja. Ich nehme an, Ihr Bruder war nicht begeistert davon, dass er plötzlich den Hauptkonkurrenten im Betrieb gesehen hat, oder? Ganz und gar nicht. Der ist total ausgeflippt und hat den Dürbach rausgeschmissen. Und zwischen Ihnen beiden, Bruder und Ihnen, gab es da Streit dann? Ja, natürlich. Ich habe versucht, ihm die Situation zu erklären, aber ich habe nach ein paar Minuten abgebrochen. Ich konnte mit Thomas überhaupt gar nicht reden. Der hat vollkommen dicht gemacht. Mhm. Nach dem, was Mitarbeiter erzählt haben, war das zwischen 5 und 5:30. Ja? Was haben Sie danach gemacht? Ich war bis um 6:30 war ich noch in meinem Labor und dann bin ich rüber zu meinen Eltern in das Wohnhaus und wir haben zusammen gegessen. Dann habe ich mich geduscht, ich habe mich fertig gemacht. Keine Ahnung, was mein Bruder in der Zeit gemacht hat. Sind Sie später so gegen 8:30 noch mal in die Produktionshalle, um nach Ihrem Bruder zu sehen, um mit dem noch mal zu reden? Nein, das hätte keinen Sinn gemacht. Ich kannte Thomas genau, ich wusste, dass er ablocken wird. Ich hätte ihn in den nächsten Tagen noch mal auf meine Ideen angesprochen. Also sollte jemals die Chance bestanden haben, wirklich Ihren Bruder von Ihren Ideen zu überzeugen, da war doch diese Chance spätestens vertan bei diesem missglückten oder ab diesem missglückten Besuch des Konkurrenten. Ich frage Sie, haben Sie deswegen zur Schaufel gegriffen? Weil spätestens an diesem Tag klar war, dass Sie keine andere Chance hätten, zu verhindern, dass Ihr Erbe immer weiter runtergewirtschaftet wird. Nein, ich habe ihn nicht getötet. Was ist mit Ihren Fingerabdrücken auf der Schaufel? Ne? Ich bin jeden Tag in der Produktion, um da zu helfen oder Proben zu nehmen. Da sind überall Fingerabdrücke von mir. Außerdem war ich um 8:30 schon längst bei meiner Freundin. Im Gegensatz zu Herrn Dürbach. Der ist noch länger in der Nähe des Familienbetriebs gewesen. Und ich muss ja nicht extra erwähnen, dass Herr Dürbach äußerst großes Interesse hatte, diesen konkurrierenden Betrieb zu übernehmen. Aber das ging nicht, weil das Opfer dagegen war. Das ging nur über den Tod des Geschäftsführers. Noch Fragen an die Angeklagte? Keine Dann Fragen. Treten wir die Beweisaufnahme ein. Lorenz Bieler, bitte. Guten Tag, Herr Bieler. Nehmen Sie bitte Ihr Platz.
Schönen guten Tag. Sie wissen, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Wer das nicht tut, der macht sich strafbar. Ja. Sie heißen Lorenz Bieler, 54 Jahre alt. Sie wohnen in Rembach. Sie sind verheiratet. Sie sind Seniorchef der Senfabrik Bieler. Und der Vater der Angeklagten, haben als Vater natürlich ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie müssen nicht aussagen. Ich werde aussagen. Vielleicht fangen wir erst mal an, dass Sie uns ein bisschen mehr über Ihren Familienbetrieb erzählen. Ja, das ist ja diese Senffabrik. Haben Sie sich da ganz zurückgezogen oder mischen Sie nach wie vor im Tagesgeschäft mit? Wissen Sie, seit meinem Herzinfarkt, da galt da für mich das Motto, alles oder nichts oder dabei sein oder nicht dabei sein. Und für mich stand nur eines fest, ich konnte aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht mehr weitermachen. Und daher habe ich den Betrieb bzw. den Wirtschaftsbetrieb an meinen Sohn Thomas übergeben, den ich dann auch von langer Hand auch schon vorbereitet habe. Und welche Rolle hat da Ihre Tochter gespielt? Na, dass sie ihn unterstützt natürlich. Aber für die Führungsposition oder für eine Führungsposition selbst kam sie nicht in Frage? Herr Richter, ich bitte Sie, Gleichberechtigung hin, Gleichberechtigung her. Aber Frauen haben einfach in der Chefetage nichts zu suchen. Die sollen das tun, was sie am besten können. Super, wie viel du mir zutraust. Für dich war ich doch nie mehr als das Mädchen, das keine Ahnung von Geschäften hatte, oder? Hör doch auf, sowas zu sagen. Ich habe dir das Labor überlassen. Ich habe dir alles überlassen, die ganze Verantwortung übergeben. Du kannst doch jetzt nicht sagen, dass ich dir das nicht zugetraut hätte. Haben denn Ihre beiden Kinder die in Sie gesetzten Erwartungen voll und ohne zu murren erfüllt? Oder gab es da irgendwie Probleme? Ja, die gab's schon. Thomas mit 15 Jahren, da war er der Partykönig und nächtens immer unterwegs. Also es gab keine Party, wo er nicht mit dabei war. Aber mit dem 18. Geburtstag, da haben wir ihn richtig auf die Spur gebracht. Und Ihre Tochter? Die wollte ja unbedingt studieren. Ja? Eigentlich rausgeschmissenes Geld. Aber mein Vater, bei dem hätte es das früher nicht gegeben. Dabei hat sie extra Lebensmittelchemie studiert, weil das für den Betrieb so wichtig ist. Lass gut sein, Mama. Das. Ach, die Mama ist es. Ja gut, ich möchte jetzt mal nicht einfach so übertreiben. Letztendlich hat sich das Ganze doch irgendwo bezahlt gemacht. Weil wir brauchen jetzt mittlerweile keine externen Labors mehr, um die Qualitätsprüfung unserer Waren vorzunehmen. Sondern das machen wir jetzt im eigenen Haus. Von daher, ja, würde ich sagen, passt das dann schon. Sandra hat auch dafür gesorgt, dass der Betrieb nach den neuesten Hygienestandards zertifiziert wird. Sandra, wollten Sie denn überhaupt im Familienbetrieb arbeiten? Tja. Oder war das nur ein Vorwand, um in diesem modernen Haus überhaupt durchzukommen, mit Ihrer Idee zu studieren? Natürlich wollte ich zu Hause mithelfen. Was ist denn das für eine Frage? Ja, gut. War das von vornherein klar, als sie studiert hat, dass sie dann auch wieder in die eigene Senffabrik zurückkehrt? Ich erinnere mich noch daran, als sie mit dem Studium angefangen hat, da wollte sie eigentlich die große Welt kennenlernen. Irgendwelche Stadtflauseln hat sie dann immer so im Hinterkopf gehabt. Aber als es dann drauf ankam, da kam sie wieder zurück nach Hause. Das hat funktioniert. Mich hat die Aufgabe gereicht. Wo sonst kann man denn sein eigenes Labor aufbauen und sein eigener Chef sein? Letztendlich weiß ich, dass sie Thomas immer mit ihren Uni-Floskeln im Ohr lag und sich immer damit einbringen wollte. Weil diese Ideen unseren Betrieb weiter vorangebracht hätten. Das waren gute Ideen. Du hättest uns mit deinen Ideen hättest uns fast ruiniert. Wenn ich nur daran denke, dass du mit unserem größten Konkurrenten in Kontakt trittst. Wussten Sie denn von dem Besuch von Herrn Dörbach? Nein, eben nicht. Keiner wusste davon. Das hat die Sandra so eingefädelt, dass keiner was davon mitkriegte. Ich habe das Ganze erst dann mitgekriegt, als ich Thomas mal irgendwelche Unterlagen ins Büro reinreichen wollte. Und im Türrahmen, da habe ich schon gehört, wie die beiden darüber stritten. Und dann bekam ich zwangsläufig. Haben Sie auch gehört, worüber die beiden gestritten haben? Das habe ich nicht mitgekriegt. Aber es ging auf jeden Fall um den Dürnbach. Also auch schon Dürnbach. Dürnbach, ne? Dürnbach, Entschuldigung, ja. Aber irgendwas, wenn Sie einen Streit mitbekommen haben, wenn Sie mitbekommen haben, es ging über den Herrn Dürnbach, haben Sie auch gehört, was da gesprochen wurde? Thomas hat sich tierisch darüber aufgeregt, was ihr einfällt, den Mann überhaupt ins Haus zu lassen. Mhm. Und der Streit, der eskalierte dann nachher letztendlich dann auch. Und er hat dann zu Sandra auch noch gesagt, sie soll jetzt endlich mal bitte aufhören, ihm dauernd irgendwelche Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Gut, und Sie waren auch nicht glücklich darüber, ne? Dass jetzt der ärgste Konkurrent in Ihrem Haus da rumspaziert. Auf gar keinen Fall. Ja. Ja, und in dem Streit, wie hat Ihre Tochter reagiert? Sie zickte eigentlich nur rum. Und das Schlimme war, sie bezeichnete dann den Thomas noch als Witzbold, der nicht in der Lage ist, seinen eigenen Laden zu führen. Und vor lauter Frust rannte sie raus. Im Türrahmen blieb sie noch mal stehen und drehte sich um. Und sagte noch mal zu Thomas, er soll doch in seinem eigenen Senf ersticken. Makaber, ne? Wenn man überlegt, dass das dann ja wirklich kurz danach passiert ist. Ich habe also selten erlebt, dass eine Tat so direkt angekündigt wird. Das habe ich doch nicht ernst gemeint. Ich wusste doch nicht, dass es sich so makaber bewahrheiten würde. Der Tod von Thomas ist doch schon schlimm genug. Ich glaube ja auch nicht, dass es so gemeint ist. Okay. Was haben Ihre beiden Kinder denn nach dem Streit gemacht? Die beiden haben sich dann getrennt. Sandra ging ins Labor und Thomas ging dann an die Mühle, um die zu reinigen. Und wann haben Sie dann Ihren Sohn das letzte Mal lebend gesehen?
Ich habe Thomas gesehen, das muss 20... Nee, stopp, ich habe ihn lebend gesehen bei dem Streit. Gegen 20 Uhr, da hatte ich ihn noch mal angerufen. Ich wollte ihn einfach noch mal fragen, ob ich ihm in der Firma noch was helfen soll. Hat sich aber erledigt, war kein Bedarf da. Danach haben wir noch gemeinsam Abend gegessen. Sandra, auch mit Ihrem Sohn? Nein, Sandra, meine Frau und ich. Aha. Und wie lange hat das Abendessen gedauert? Ich schätze so 15 nach 8 ungefähr. Mhm. Sie hat, ich weiß es noch deswegen, weil sie war in Eile. Sie wollte sich noch frisch machen, umziehen und zu einer Geburtstagsparty ihrer Freundin. Sie wollte los, ist los? Ist sie auch in diesem Zeitpunkt dann wirklich losgefahren? Sie stieg ins Auto, ich habe die Tür gehört. Ich gehe davon aus, dass sie losgefahren ist. Es wird doch ein bisschen genauer gehen. Also konkret gefragt, hat sie den Motor gestartet? Ja, der Motor hat sie gestartet. Das weiß ich deswegen, weil ich war gerade auf dem Weg nach oben ins Bad. Meine Frau hat mir Badewasser eingelassen mit Meersalz. Und bei der Gelegenheit, da habe ich dann den Motor gehört, ja klar. Ja, also haben Sie gehört, wie Ihre Tochter vom Hof gefahren ist? Was heißt vom Hof gefahren? Ich habe gehört, dass sie losgefahren ist. Aber wenn man diesen Bogen bei uns fährt Richtung Ausfahrt, das hört sich alles gleich an. Das heißt aber auf gut Deutsch, Sie haben gehört, wie sie losfährt. Richtig, richtig. Aber sie hätte noch mal unbemerkt anhalten können. Theoretisch, ja, aber das glaube ich. Theoretisch, ja. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie das getan hat. Das ist ihr Glaube. Warum auch? Ich war doch eh schon zu spät dran für die Party meiner Freundin. Und meine Freundin hat doch bestätigt, dass ich um 8:30 bei ihr war. Das noch lange nichts heißt. Ich werde Ihre Freundin dazu auch noch mal genauer befragen müssen. Ich gehe davon aus, dass Sie noch mal angehalten haben. Habe ich aber nicht. Ich war nicht noch mal in der Halle. Erzählen Sie doch jetzt weiter. Also Sie sind hoch ins Bad. Ja. Wie lange sind Sie da geblieben? 15 Minuten ungefähr. Und als ich dann rauskam, da sah ich, dass in der Produktion noch Licht brannte. Was mich eigentlich verwunderte, weil Thomas heute an dem Tag früher Feierabend machen wollte. Haben Sie ja nachgesehen? Ja, ich habe nachgesehen. Ich war dann drüben und da habe ich Thomas dann auch gefunden, wie er leblos in diesem Senftrock lag. Ja. Wann haben Sie dann den Rettungsdienst gerufen? Sofort, unmittelbar danach. Das war, das kann man ja feststellen, exakt um 20.38 Uhr. Jetzt gab es allerdings um 20.32 Uhr schon mal einen Anruf aus der Produktionshalle bei der Rettungsleitstelle. Aber der kam nicht von mir. Von Ihnen? Haben Sie den Notruf gewählt? Haben Sie dann Skrupel bekommen, weil Ihnen klar wurde, Sie können ihn dann nicht mehr alleine rausholen? Oder hatten Sie da bereits den Plan gefasst, mit dem pünktlichen Auftauchen auf der Party Ihrer Freundin sich ein wasserdichtes Alibi zu verschaffen? Ich habe den Notruf nicht gewählt, weil ich gar nicht in der Halle war. Das ist eigentlich schon eine seltsame Geschichte, dieser erste Anruf. Da ruft jemand aus Ihrer Produktionshalle an und legt dann aber wieder auf. Das hören wir uns mal an. Das ist ja aufgezeichnet worden in der Rettungsleitstelle. Beschluss, der erste Anruf von 20.32 Uhr wird abgespielt. Polizeinotruf, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, wer ist dran? Was ist passiert? Hallo, wer ist denn dran? Ist etwas passiert? Reden Sie mit mir. Wo sind Sie? Brauchen Sie Hilfe? Hallo? Nur schnaufen. Ja, dann hat der Anrufer aufgelegt. Man hätte Ihren Bruder vielleicht noch retten können. Warum haben Sie aufgelegt? Ich habe dort nicht angerufen. Ich habe meinen Bruder nicht getötet. Ich weiß auch nicht, haben Sie besondere Fähigkeiten, Herr Staatsanwalt? Also ich konnte bei dieser Aufnahme nicht heraushören, ob die Atemgeräusche von einem Mann oder einer Frau gekommen sind. Das konnte jeder sein. Und damit könnte es auch Herr Dürrbach gewesen sein. Bleiben wir doch mal bei dem, was Sie sagen können. Wie lange besteht denn dieses Konkurrenzverhältnis zwischen dem Herrn Dürrbach und Ihnen schon? Oh, dieses Verhältnis, das besteht schon Jahrzehnte, besteht das schon. Der versuchte schon die ganze Zeit, uns nur zu vernichten. Aber eines kann ich Ihnen sagen, Herr Richter, langfristig gesehen gibt es hier nur noch einen. Und das wird nicht der Dürrbach sein. Der Herr Dürrbach ist auch nur ein Mensch, ja? Die Zeiten haben sich geändert. Du kannst nicht mehr so einen Kleinkrieg führen, okay? Es ist tausendmal besser, mit Herr Dürrbach gemeinsame Sache zu tun, als irgendwann von ihm verschluckt zu werden. Bevor der Dürrbach uns schluckt, brenne ich lieber vorher den ganzen Laden ab. Und jetzt will ich dir eins sagen. Ich möchte mit dir über dieses Thema nicht mehr wieder reden. Ich bin mir sicher, dass Herr Dürrbach nach diesem Termin trotzdem noch länger in der Nähe der Produktionshalle geblieben ist. Gut, gibt es denn noch Fragen? Danke für den Einbruch. Keine Fragen. Sie sich weiter aufregen. Ich habe Angst um Ihr Herz. Nehmen Sie bitte hinten Platz. Sie bleiben unvereidigt. Michael Dürrbach. Guten Tag, Herr Dürrbach. Grüß Gott. Nehmen Sie mal bitte hier Platz. Sie müssen als Zeuge hier die Wahrheit sagen, wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Vorsorglich 55 StPO, Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Michael Dürrbach, 42 Jahre alt, Sie wohnen in Stauingen, Sie sind verheiratet, Geschäftsführer von Dürrbacher Senf und nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Ja, genau. Sie hatten aber am Nachmittag vor dem Tod von dem Herrn Bieler einen Termin bei der Angeklagten. Ja, den hatte ich. War es ungewöhnlich, dass Sie von der Konkurrenz in den Betrieb eingeladen wurden? Naja, zuerst habe ich mich schon gewundert.
Aber gut, dann war ich sehr positiv überrascht eigentlich über diesen unternehmerischen Weitblick, den Frau Bieler dort bewiesen hat. Und da bin ich auch gerne hingefahren. Du wolltest doch nur den Betrieb ausspionieren, gib's doch zu, Mann! Hör doch auf! Nein, ich habe mich gefreut, was Neues zu hören. Dann endlich mal ein frischer Wind durch eure verstaubten Hallen. Frischer Wind? Guck, ich schau dich doch mal an. Also natürlich kann ich mir vorstellen, da kriegt man so eine Einladung beim Konkurrenten. Das macht neugierig. Kann man ja zugeben, oder? Ja, natürlich. Ne? Ich meine, es war auch einfach eine gute Idee, in der Krise als Mittelständler zusammenzuarbeiten. Ne? Komm, hör doch auf. Du wolltest dich doch nur in unseren Betrieb einschleichen, damit du den irgendwann mal klammheimlich übernehmen kannst. Und das Ganze wahrscheinlich sogar noch zum Nulltarif. Gib's was doch zu. Du für Fantasien. Ich war einfach nur neugierig, das sagte ich doch schon. Ach du, und neugierig, hör doch auf. Und ich hielt die Idee für sehr gut, zusammenzuarbeiten Wieso in der Krise. Wieso sind Sie denn eigentlich so schlecht, auf ihn zu sprechen? Vor Jahren hat er mit dem Preiskampf angefangen. Und dann gingen die Preise immer weiter bergab. Wir hatten echtes Glück, dass wir nicht noch an der Insolvenz vorbeigeschrammt sind. Na und? Na und? Keine Konkurrenz ist die beste Konkurrenz. Naja, ja. Mein Kleid sieht anders aus. Hm? Ja, das ist rein geschäftlich, das hat überhaupt nichts Persönliches zu tun. Dann hab erst mal eine Ahnung von Geschäften. Ja, Herr Bieler hätte ganz genauso gehandelt. Na? Nur seine Tochter tut mir leid. Die hat wirklich einen unternehmerischen Weitblick. Die hätte den Karren echt noch aus dem Dreck ziehen können. Und zusammen hätten wir echt was reißen können. Naja, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die paar Indizien, die der Herr Staatsanwalt gegen meine Mandantin gesammelt hat, die beweisen gar nichts. Haben Sie also nicht zu viel Hoffnung, Ihrer Mandantin, ne? Bielers Hausmacher-Senf ist gegessen. Ja, da kräht kein Hahn mehr danach. Der Ruf ist komplett ruiniert. Aber falls es doch mit einem Freispruch enden sollte, können Sie natürlich gerne bei mir anfangen. Mein Labor ist immer offen für tatkräftige Menschen wie Sie. Unsere Qualität, unsere Firma steht ausgezeichnet da. Und da brauchen wir solche Pappnasen wie dich nicht, glauben. Also, Herr Bieler, jetzt nehmen Sie sich mal ein bisschen zurück. Jetzt erzählen Sie mal von diesem Termin bei der Angeklagten. Hm? Ich meine, uns geht's beiden nicht besonders gut, den Mittelständlern. Hm. Und da ist die Idee, zusammenzuarbeiten, mit Sicherheit sehr, sehr gut. Man kann da einiges zusammen sparen. Ne? Die Rohstoffe werden immer teurer, die Transportwege werden immer teurer. Das kann man gar nicht an den Endverbraucher abgeben. Ja, und wie sollte da eine Zusammenarbeit aussehen? Ja, da gibt es etliche Möglichkeiten. Man kann den Einkauf zusammen machen und dort was sparen. Man kann die Transportwege zusammen machen. Das sag ich doch. Was sollte denn da schieflaufen? Ich hatte mir das auch alles gut überlegt. Ich war mir auch bewusst, dass Herr Dürrbach ein gewiefter Geschäftsmann ist, der erstmal seinen eigenen Vorteil sucht. Ich hatte gute Ideen. Ja, nun war ja allerdings nicht die Angeklagte für solche Entscheidungen zuständig, sondern ihr Bruder. Mit Verlaub, ich weiß, man soll nicht über Tote schlecht reden, aber der junge Bieler hatte überhaupt keine Ahnung von Geschäftsführung. Der war komplett auf der Linie von seinem Alten eingetrimmt. Keine Neuerungen, nichts, überhaupt nichts, was innovativ wäre. Es ist kein Wunder, dass der den Karren in den Dreck zieht. Aber Ihnen war klar, dass ohne die Zustimmung des Bruders es keine Zusammenarbeit geben würde, oder? Ja, natürlich. Obwohl seine Schwester wesentlich kompetenter gewesen wäre. Ja, aber so ist das auf dem Land. Einmal Bauer, immer Bauer. Und da wird der Hof halt nur an den Erstgeborenen übergeben. Ich lasse mir von dir doch nicht erklären, wie ich meinen Betrieb leiten soll. Kümmer du dich doch mal um deinen eigenen Senf. Soll ich jetzt auch noch lachen? Humor war noch nie deine Stärke. Na, das sagt gerade der Richtige. Ja. Das sagen Sie mal ganz kurz bei diesem Rundgang. Ja? Da sind Sie ja dann durch die Produktion auch gelaufen. Da sind Sie doch dann auf den Sohn des Hauses gestoßen. Was ist da vorgefallen? Ja, das war natürlich Pech, dass der genau da kam, als wir in der Produktion waren. Der hat sich unglaublich aufgeregt und hat mir gedroht, mir den Schädel einzuschlagen. Und von Betriebsspionage hat er rumgeschrien. Haben Sie versucht, den Bruder der Angeklagten zu beruhigen? Ja, natürlich, aber da war nichts zu machen. Und dann hat er auch noch mit der Schaufel gedroht, dass er mich vom Hof jagt. Da bin ich gern wieder gefahren. Ich bin stolz auf meinen Sohn, der hat wenigstens Charakter. Und das war alles? Das war alles, ja. Mir war das Risiko einfach zu hoch. Am Schluss macht er seine Drohung noch wahr, da bin ich einfach weggefahren. Gutes Stichwort, weggefahren. Was heißt denn weg? Weg vom Hof, weg vom Ort? Werden Sie mal konkreter. Ja, weg halt. Nach Hause bin ich gefahren. Nach Hause? Ja, natürlich. Soweit mir bekannt ist, ist Ihr Zuhause 50 Kilometer weit entfernt. Mir ist nicht bekannt, dass Sie in den Wald, der an den Bielerschen Familienbetrieb angrenzt, umgezogen sind. Was soll denn das jetzt bitte heißen? Das wissen Sie ganz genau. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Sie sind nach dem Termin noch stundenlang in der Nähe des Betriebs gewesen. Nein, ich bin nach Hause gefahren. Alles andere wäre doch Quatsch. Sind Sie nicht? Und ich will Ihnen auch gleich sagen, warum. Es gibt einen Zeugen. Der hat Ihren Wagen gesehen. Ach, geparkt am Waldrand. Das kann überhaupt nicht sein. Gegen halb sieben. Und das ist genau 2,5 Stunden, nachdem Sie angeblich nach Hause gefahren sind. Das kann überhaupt nicht mein Auto gewesen sein. Um 6:30 war ich schon lang zu Hause. Hätte ich den Zeugen vorher ausfindig gemacht, dann würden nicht heute meine Mandantin auf der Anklagebank sitzen, sondern Sie. Ja, was wird das hier? Wollen Sie jetzt meinen Ruf auch noch vollends ruinieren? Ich war zu Hause um 6:30. Ich bin nach Hause gefahren. Der Zeuge behauptet genau das Gegenteil. Ja. Gegen 6:30 war Ihr PKW am Waldrand geparkt. Ich habe keine Ahnung, was Ihr Zeuge gesehen hat. Mein PKW war das jedenfalls nicht. Sie sind nicht in der Nähe des Familienbetriebs geblieben? Bitte?
Sie sind nicht in der Nähe geblieben? Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich auch? Das macht ja gar keinen Sinn. Mit was vom Auto waren Sie unterwegs? Eine grüne C-Klasse. Sind Sie später noch mal zum Familienbetrieb zurück und haben sich ein zweites Mal mit Thomas Bieler getroffen, oder? Warum sollte ich? Wollten Sie noch mal mit ihm reden? Nein. Und haben Sie dann gemerkt, dass Sie sich die Zähne ausbeißen? Ich sagte schon, dass ich nach Hause gefahren bin. Mit der Zusammenarbeit. Und dann? Dann haben Sie gesagt, das macht keinen Sinn und haben ihn eins mit der Schaufel übergebraten. Das ist totaler Quatsch. Genau mit der Schaufel, mit der er Sie vorher bedroht hat. Das ist totaler Quatsch. Ich war um 6:30 zu Hause. Ich bin direkt nach dem Streit nach Hause gefahren. Ich glaube Ihnen nicht. Ja. Gut. Den Zeugen, den Sie angedeutet haben, den haben wir ja auch da. Da können wir ihn dazu befragen. Keine Fragen, danke. Sie sind deswegen noch nicht entlassen, weil da durchaus noch Rückfragen kommen könnten. Nehmen Sie mal bitte hinten Platz. Wolfgang Erler, bitte.